Hallo, das ist jetzt ein FAQ, eine kurze Antwort. Der Alexander hat vor 3 Tagen geschrieben, dass er zu den halbstündigen Terminen zusammen am Abend sitzen 3-mal beinahe eingeschlafen wäre. Zum einen ist das erstmal ein gutes Beispiel, dass wenn man so eine Praxis aufnimmt, man jemanden braucht, mit dem man darüber auch reden kann. Nicht irgendwen, sondern jemanden, der das schon länger macht. Da könnt ihr feststellen, wenn ihr jetzt nicht über diese Variante hier mit mir das machen wollt, sondern irgendwen sucht, dann Mindfulness-Lehrer, Zen-Meister oder aus dem Veda, Yoga-Meister, die auch selber meditieren, die gibt es nur selten, fragt nach den 5 Hindernissen. Wenn die nicht kennen, würde ich empfehlen, die Finger von denen zu lassen, weil das eigentlich Standard ist, ne? Also bei den Yoga-Meistern, wenn die im vedischen Bereich das nicht sofort wissen, also die sollten das eigentlich wissen. Also auch die, weil das kommt eher aus dem Buddhismus, aber diese 5 Hindernisse sind Standard. Die tauchen immer wieder auf. Und, also das Nummer 1, sucht euch einen Lehrer, eine Lehrerin, die über diese 5 Hindernisse Bescheid wissen, die eine lange Erfahrung haben. Nummer 2. Es erfordert einzelne Termine. Es ist besser, das unter 4 Augen zu machen. Ja, würde ich sagen, dann traut man sich mehr als Schüler. Ich mache das jetzt mal so, also Sensei, Gakusei, Schüler, Meisterverhältnis. Oder Schüler-Lehrer-Verhältnis ist so. Da jetzt irgendwie zu machen, wir sind alle auf einer Ebene und so, das ist, ich finde das eigentlich sympathisch, aber das ist ja nicht so. Ich frage jemanden, weil ich der Meinung bin, dass ich zumindest mal irgendwie eine andere Meinung kriege von jemandem, der das schon ein bisschen länger macht. Schüler-Meister-Verhältnis. Und eben sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Also du stellst eine Frage, der Meister macht vielleicht eine Pause und reflektiert, stellt auch Fragen. Deswegen ist dieses Format hier nicht so toll. Also ich würde dann eben fragen, ist das danach, nach dem Glockenklang mit der Müdigkeit genauso? Und solche Sachen. Und dann man langsam eingrenzt, was das ist und dann zielgerichtet darauf eine Empfehlung geben kann. Hier muss ich quasi, obwohl ich den Alexander wahrscheinlich wieder auf der Wiese treffe, dann könnte ich das auch, aber dann ist das so zwischen Tür und Angel. Weil das ist halt der Termin, wo ich den dann sehe, das ist ein physisch, Yoga, Qigong und Tai Chi Peking Form auf der Wiese. Und da passt das nicht ganz, weil auf der Wiese wirst du nicht unbedingt schläfrig. Da passt das nicht so gut. Also der Rahmen. Nummer 3. Jetzt generell auf die Schläfrigkeit. Schläfrigkeit ist eins der Haupthindernisse. Nummer 2 im westlichen Bereich und nach dem, was ich so weiß, ist erstmals das ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass man nicht von akuten Problemen beeinflusst wird, die den Geist binden. Ja, ist schläfrig, ja, ist okay. Besonders wenn es am Nachmittag ist, ist das völlig in Ordnung. Ja. Wie gehe ich dann damit um? Es ist ein Hindernis in der Meditation. Also wir machen nicht Meditation, um einzuschlafen, habe ich schon mal gesagt. Es ist ein Hindernis.
Aber inwiefern? Ja. Da es ein Hindernis ist, gucken wir nicht weg. Ja, es ist schwer, weil hinschauen, also die Aufmerksamkeit auf die Schläfrigkeit lenken, ist quasi ist fast unmöglich, weil du brauchst ja Aufmerksamkeit, um die Schläfrigkeit anzugucken und die Schläfrigkeit raubt dir die Aufmerksamkeit. Also es ist ziemlich schwer. Wenn das klappt, ja, es ist schläfrig, trotzdem die Aufmerksamkeit hinlenken, dann lernt man extrem viel. Das ist bei all den Hindernissen so. Ja. Aber du brauchst, brauchst ja trotzdem die Aufmerksamkeit, die Freundlichkeit und die Gelassenheit auch, um damit umzugehen. Ja, eben zu sagen, nein, ich will jetzt unbedingt wach sein. Es gibt Techniken, die so diesen Ansatz haben. Ja. Also Mönche, die sich neben den Brunnen setzen oder halt mit dem Rücken zum Brunnen, also wenn sie einschlafen, in den Brunnen fallen. Das ist mir zu krass. Erstens gibt es so häufig gar keine Brunnenlöcher. Also das wäre dann ein falscher Ansatz. Dieser Ansatz ist auch nochmal ein Thema vielleicht für Sonnabend. Ja, mal schauen. Also die Aufmerksamkeit zu der Schläfrigkeit zu lenken, ist ziemlich wichtig, um rauszufinden, was ist das für eine Schläfrigkeit? Es gibt verschiedene Arten von Schläfrigkeit. Wer hätte es gedacht? Eine kennen die meisten. Eine ist diese körperliche Ausgelaugtheit, weil man sehr viel körperlich gemacht hat. Es sind viele eine andere Schwere. Oder geistige Ausgelaugtheit, dass man wirklich, oh, ich kann jetzt nicht mehr, eigentlich nicht mehr. Der Geist ist dann aber sehr aktiv eigentlich. Also die zwei Richtungen überhaupt. Dann gibt es eine Sache, wo man auch darauf achten muss, ist jetzt erstmal festzustellen, was ist das? Ne? Es könnte eben sein, dass wenn die Glocke klingt, ne, Abschluss der Meditationssitzung, der Session, dass du dann merkst, die Schläfrigkeit ist weg. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, unglaublicher Aufbau von Schläfrigkeit in der Meditation. Und dann macht es deine Glocke zum Schluss oder das Klanghölzchen oder was auch immer. Und dann merkst du, wow, okay, jetzt geht's weiter. Was ist da los? Also das ist interessant zu finden und zu merken, Moment, was ist das denn hier für eine Schläfrigkeit? Ja, wenn ich meditiere, dann werde ich auf einmal extrem schläfrig. Und wenn ich jetzt nicht mehr meditiere und der Tag geht weiter oder zum Abend noch irgendwas mache, dann bin ich auf einmal wieder wach. Oder zumindest wieder aufnahmebereiter. Das ist interessant. Da lernt man. Ja, weil das sind Vermeidungsstrategien auf ziemlich, ziemlich tiefer Ebene. Ja, also, oh, ist das langweilig, ich fühle hier weg. Oh nein, Schläfrigkeit. Das ist das, was wir letztes Mal hatten, sowohl in dem Nicht-Einführung als auch in dem gemeinsam zum Wochenende sitzen. Also für Anfänger und für Fortgeschrittene, das ist diese Zusammenwirken von Gefühlen und Denkmustern und unterbewussten Antrieben und so. Da merkt man das. Ne? Das ist nochmal ein Thema für sich, insbesondere wenn dann genau sowas auftaucht. Erstmal ein Standardbeispiel kommt sowieso ab und zu. Mit dem, ne, wenn ich einen Film angucke und dann die ganze Zeit dabei bin und so. Ne, und hier dann die Aufmerksamkeit weggeht. Oder mit Schmerzen. Was noch wichtig ist zu erwähnen, also es gibt da viele verschiedene Facetten davon, deswegen der direkte Austausch führt dann die Facette zutage, dass man dann auch darauf eingehen kann. Das ist jetzt eine generelle Ansage. Was hinter der Schläfrigkeit ausstecken kann, ist einmal wirklich zu wenig Schlaf. Man denkt vielleicht, was du hast, 6 Stunden, 7,5 Stunden, 8 Stunden oder was deine normale Schlafdauer ist und du denkst, das ist jetzt genug. Das kann es nicht sein. Kann sein. Ja, also ich habe selber auch schon mal
wirklich für ein paar Monate versucht, nicht versucht, sondern ich habe wirklich eine Schlafdauer länger geschlafen. Ne? Meins ist so zwischen 7,5 und 8, also ich habe wirklich 11 Stunden geschlafen. Ne? Längere Zeit. Und es hat mir gut getan. Es kann durchaus sein, dass da so grundsätzliche Reparaturmechanismen auftauchen im Körper und so weiter und dies beschäftigen mit dem eigenen Essgewohnheiten und so spielt da rein. Ne? Ungesunde Ernährung zum Beispiel kann dazu führen, dass du einen höheren Bedarf an Schlaf eigentlich hast. Oder eben deswegen, ne, durchaus mal zum Arzt gehen. Ich mag auch nicht gerne zum Arzt gehen, aber ich muss das erwähnen, ja, weil der kann das dann schneller aufdecken vielleicht, wenn ihr einen guten Arzt habt, ist, dass da irgendwas im Körper ist. Ne, eine Dauerentzündung oder irgend sowas. Es kann ein Zeichen sein, dass wenn du dir Zeit gibst im stillen Sitzen, dass der Körper, der meldet sich schon. Ne? Und der meldet sich vielleicht mit Schläfrigkeit, weil da wirklich etwas ist. Ja? Wenn das eben sowas unter der Wahrnehmungsschwelle der Ärzte und so ist, dann und halt so eine generelle Inflammation, also Entzündung ist, dass man das dann durchaus mit, darf man ja auch nicht sagen, halt so A bis Z Vitaminen aus dem Supermarkt, ne, eine Tablette alle 3 Tage oder sowas, ne, und mehr schlafen, dass sich das dann selber von selber erledigt. Aber bitte, wenn sowas häufiger da ist und ihr vermutet, dass das sowas sein könnte, geht zum Arzt. Ne. Dann müsst ihr euch da nicht quälen und möglicherweise sind da wirklich tiefer gehende Sachen. So viel dazu, also generell. Also einfach mal eine Zeit lang den Schlafrhythmus einstellen, ein bisschen länger schlafen, Ernährung, Entzündung zum Arzt. So, das sind diese groben Richtungen für Schläfrigkeit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bis zum nächsten Mal.